Hallo und herzlich willkommen zur Wahl der Sexiest Woman Not Alive. Cirilla aus The Witcher hat Runde 4 unseres Babe-Wettbewerbs gewonnen. Und auch heute hat wieder ein Mädel die Chance, ins Finale einzuziehen. Wenn ihr denn wieder per Kommentar fleißig abstimmt und damit vielleicht ein Spiel gewinnt, quasi einfach mal so nebenbei. Heute haben wir ein Special mit ausnahmsweise 10 statt nur 5 Frauen. Ihr kürt die schärfste Braut in Overwatch. Anna meldet sich zum Dienst. Wir machen das Ganze alphabetisch und beginnen mit A. A wie Anna. Anna, die scharfe Schützin aus Ägypten, die zum Glück mit Nachnamen Amari heißt. Stellt euch mal vor, sie hieße Lamari und irgendjemand würde den Nachnamen abkürzen. Wobei, wenn man jetzt nur die Initialen von Anna Amari nimmt, dann, ja, ist das eigentlich auch nicht viel besser. Egal, scheiß drauf. Wenn ihr sie geil findet, dann schreibt ihr Anna in die Kommentare. Als Start Nummer 2 hätten wir Diva im Angebot. Die Koreanerin ist am liebsten in ihrem Mech unterwegs, würde aber auch auf der Motorhaube eines Autos eine gute Figur abgeben. Our world is worth fighting for. Ja, und das hier ist Mai. Also, die geile Mai. Also das fleischgewordene Michelin-Weibchen aus China hat mit Sicherheit auch ihre Fans, die jetzt für sie abstimmen. Der Bayer würde halt sagen, ja, Mai. Dürfen Engel eigentlich teuflisch gut aussehen oder kriegen sie da Ärger mit ihrem Chef? Da fällt mir gerade erst auf, dass Mercy eine Schweizerin ist. Aus Zürich, bürgerlicher Name Angela Ziegler. Darf die überhaupt mitkämpfen? Ich dachte immer, die Schweizer sind neutral. Und langsam sollen sie sein, heißt es. Immer wenn ich auf einen Schweizer treffe, spreche ich besonders langsam, damit er mich auch versteht. Ups, das Bild ist verrutscht. Das wollte ich nicht. Wie konnte denn das passieren? Muss ich unbedingt noch ändern, bevor ich das Video hochlade. I will protect the innocent. Jawohl, ja, das ist Farah, die zweite Ägypterin im Team. Die Tochter von Anna ist das. Ja, meine Fresse, was ist denn das für ein Inzuchtbetrieb hier bei Overwatch? Ja, wie auch immer, sie kann auf jeden Fall gut jonglieren mit ihrem, Dings da, Massagestab? Start Nummer 6 ist Sombra. Informationen sind Macht. Sombra ist Mexikanerin und eine Hackerin, also quasi eine Hacke-Petra. Auf jeden Fall, wenn ihr wollt, dass sie gewinnt, schreibt ihr Sombra in die Kommentare. The true enemy of humanity is disorder. Gestatten, Symmetra oder Symmetra, die junge Frau aus Indien. Nebenberuflich war sie wohl mal Yoga-Lehrerin, wenn ich mir das hier so anschaue. Aber wisst ihr, was ich besonders geil finde an ihr? Dass die so mit Kaugummi anstellt. Ein bisschen kneten und ein bisschen ziehen und schwubbelwupp entstehen lustige kleine Figürchen. Cheers, love! The cavalry's here! Hier haben wir sicherlich eine Mitfavoritin auf den Sieg, Tracer aus Großbritannien. Die kann nicht nur super posen, sondern auch geil tanzen. Hast du fein gemacht, Tracer, so fein kriegst du ein Leckerli. One shot, one kill. Kandidatin Nummer 11, Widowmaker. Als Französin kann sie natürlich Französisch. Ich würde sie trotz ihrer Schlumpfhausen-Gedächtnishautfarbe nicht von der Bettkante schubsen. Weil das... das würde meine Frau erledigen. Together we are strong. Wir sind beim Z angelangt, damit bei der letzten Kandidatin. Ich sag ja immer, alles was mehr Muskeln hat als ich, ist keine potenzielle Beischlafgelegenheit. Ich weiß aber auch, es gibt Männer, die mögen es ein bisschen rustikaler. Wobei, bei dieser Dame, es könnte ja sein, dass sie eher auf Frauen steht. Ich werde mich jetzt jedenfalls nicht lustig über sie machen, weil ich ja weiß, sie ist in einer brennenden Mülltonne in der Steiermark aufgewachsen. Geboren im falschen Körper und von den Eltern Arnold genannt. Seit der Geschlechtsanpassung ist aber alles supi. So, ihr stimmt jetzt ab, indem ihr den Namen eurer Favoritin in die Kommentare schreibt. Wir verlosen unter allen Teilnehmern ein Watch Dogs 2 und ein Space Hulk Deathwing. Schreibt am besten gleich euer Wunschspiel mit dazu. Lest aber bitte unbedingt noch die Teilnahmebedingungen in der Videobeschreibung. Ach ja, Mädels vorschlagen für die nächsten Folgen, das dürft ihr natürlich auch wieder. Gerne, gerne, gerne. Ich sag ciao, bis zum nächsten Mal.